So, müssen wir vorne rechts gehen. Ja. Also mit einem Wort, Bremse gibt es keine. Sehr gut. Wer bremst, verliert. Vollgas. So. Schönes Wochenende. Und da wohl die Verbindung mag er wohl nicht. So, kommen wir da raus? Ja. Und ich glaube, wir müssen da nach links fahren. Ich bin schon ziemlich sicher, dass wir es fahren müssen. Aber genau, habe ich schon. Ja, passt nur. Aber ich glaube, er findet die Straßen findet er nicht. Muss halt irgendeiner nehmen. Das ist nicht so schlimm. Festlegen. Routenführung wird gestartet. Vom Einkaufszentrum Ely Lietzen weg und zwar mit dem fast vollständig aufgeladenen Ioniq, also 94% sind wir geladen und das heißt also wir haben 214 Kilometer Reichweite, den Durchschnitt habe ich noch immer lassen, die ganzen Infos, von früher sind sie noch immer geltend, das sind eher ein paar Autos dazugekommen, jetzt Kia Soul EV hat warten müssen, bis wir den Weg frei gemacht haben, weil der Zoe rechts neben mir geparkt hat und theoretisch hätte er schon Demo schon verwenden können, weil ich fertig war. Aber der Zoe hat halt leider aus Bequemlichkeit, muss man fast sagen, obwohl daneben auch 2x22 kW sind, oder zumindest Typ 2 AC, hat er dann trotzdem sich direkt an den Schnelllader gestellt, an den 22er Lader mit fixem Kabel. Und dadurch ist der Schademo natürlich nicht mehr ausreichend gewesen für den Soul. Gut. Schauen wir mal. Gut. Passt. Wir fahren einmal Richtung Schladming, Gröbming, also diese Gegend. Segeln wir quasi mit dem Ioniq, wo es möglich ist natürlich, oder zumindest versuchen wir das. Es ist eigentlich relativ angenehm von den Temperaturen her, 18 Grad. Kann man ein bisschen runterdrehen, so. Es sind eigentlich bis Bischofshofen jetzt 100 Kilometer nicht einmal. Also ich glaube sogar, dass wir Salzburg ohne Probleme erreichen, aber ich habe natürlich schon vor, dass wir da vorher noch laden können. Ja, schauen wir mal. Hallo Ivan, schauen wir mal, ob es wirklich sich so schön ausgeht, wie die Reichweitenanzeige das verspricht. Dass wir auch einen Gesamtdurchschnitt erhalten. Und wir werden jetzt dann quasi über die Bundesstraße ausschließlich über Schladming-Gröbming dann die Grenze zu Salzburg dann passieren. Das dauert noch ein bisschen, bis wir da dort sind. Und dann dort wieder bei eben in der Nähe quasi eigentlich Dauernautobahn wieder rauffahren auf die Autobahn in Richtung Salzburg. Ja, und wir werden uns das in Ruhe anschauen, wie der Verlauf ist. Also eigentlich muss ich sagen, temperatur- und wettertechnisch ist optimal, man sieht es eh. Jetzt kommen auch einige schöne Abschnitte, also meiner Meinung nach sehr schöne Abschnitte, die im Streckenverlauf sind. Und wir sehen, da haben sie eine Baustelle, die sanieren da ein bisschen was. Und haut uns jetzt ein bisschen den Schnitt zusammen. Kilometer auf dem Programm, wie gesagt, in Lietzen, die ersten 100 Kilometer haben wir schon. Bis Bischofshofen sind es jetzt nochmal 93 Kilometer, da wollen wir eigentlich nochmal so einen Zusatzstopp einlegen am Smartrix-Lader, weil Anif ist komplett überlastet und alles um Salzburg herum wird es genauso sein.
Und ich glaube, es sind jetzt um insgesamt, ich habe keine Ahnung, ich schätze mal 150 Kilometer noch, würde ich sagen. Also eh nicht wirklich jetzt, die Strecke ist nicht anspruchsvoll, finde ich jetzt, für einen Ioniq überhaupt nicht. Ja, Durchschnittsgeschwindigkeit wird jetzt ein bisschen in den Keller gehen, leider, weil wir da stehen müssen. Aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es wirklich wird. Wir könnten einmal schauen, ob wir irgendwie navitechnisch, danke Daniel, ob wir irgendwie vielleicht durchplanen. Bischofshofen, dass wir vielleicht da irgendwie, ja, Wegpunkt Salzburg kann ich jetzt nicht hinzufügen, aber es ist egal, also hätte ich schon vorher einstellen müssen. Es wird schon passen. Ja. Und das sind eben diese Dinge, die man im Alltag eigentlich hat, dass hier Blockabfertigungen an Baustellen und anderweitige Ereignisse, die halt einem zum Anhalten dann zwingen, wenn auch nur wenige Minuten, dann halt dazu führen, dass man eigentlich eben dieses Thema 130, 120, 110, das braucht man nicht spielen, weil es gibt so wenige Minuten am Ende aus, und wenn man irgendwo keine Grünphase dann hat in den Städten oder so, sondern irgendwo bei jeder Ampel stehen muss, dann ist das schon wieder hinfällig mit der Zeitlinersparnis. Und deswegen sage ich immer, lieber 110 fahren, Tempomat, tut kein weh, das passt, das ist angenehm schnell, schon mal schneller als der Bus und die LKWs und ist langsamer als die ganzen linksfahrenden Raser. Ja, jeder wie er will, ich habe es nicht notwendig, ich freue mich, dass ich das so lösen kann. Das Auto ist nicht ganz sauber, also außen schon gar nicht, innen gehört es auch ein bisschen gesaugt, ich habe so einen Akkustaubsauger mit, ob der seinen Dienst tut, werden wir sehen. Die Armaturen sind ein bisschen verstaubt schon, steht halt auch sehr viel das Auto, und das Equipment zum Putzen habe ich aber mit, das heißt also, irgendwo heute oder vielleicht morgen werde ich mich vielleicht noch mal 10 Minuten damit beschäftigen, da schnell drüber zu putzen und zu reinigen, dass das morgen schön ausschaut. Ja, und ansonsten ist er eigentlich eh sehr unempfindlich gegenüber Schmutz, vor allem im Innenraum ist es jetzt nicht wirklich schlimm. Ja. Was wirklich angenehm ist, ist, man denkt eigentlich, der Ioniq ist so niedrig und sei so unübersichtlich, stimmt aber nicht. Ich finde das Auto sehr übersichtlich. Auch mein Kollege, der den Zoe hat, wo ich dann gemeint habe, ja, die Community sagt, hinten raus sieht man so schlecht, weil eben diese Querstrebe genau auf der Höhe des Lichts der meisten Autofahrer hinter uns ist, hat er eigentlich gemeint, na, das ist eigentlich genau das Gegenteil, es ist viel breiter und deswegen sieht man viel besser raus hinten. Und mittlerweile muss ich das bestätigen, also man sieht eigentlich echt gut raus hinten, vor allem in der Breite mehr, und deswegen sieht man auch gleich, ob links oder rechts jemand überholt oder kommt. Finde ich toll, ja. Und nach vorne, man sieht die Motorhaube noch ziemlich gut, das heißt, man kann besser, zum Beispiel finde ich, als beim Kia Soul oder BMW i3 einfach abschätzen beim Überhang, wie viel Platz habe ich noch. Ich meine, die Premium-Version vom Ioniq gibt es ja mit Parksensoren vorne, mein Style hat das nicht, brauche ich aber nicht, ich habe es früher nicht gebraucht, brauche ich es jetzt auch nicht. Also ich lebe schon gut damit, dass das so ist, wie es ist. Der Martin muss den selber fragen, er will glaube ich schon kommen, ich weiß aber nicht wann er fährt, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht wie viel Uhr er fährt, aber er ist wenn dann sicher nur am Tag da, also sprich am Haupttag und sonst nicht, oder vielleicht übernachtet, jawohl, er übernachtet auch, ja, nur wann er genau jetzt losfährt, das weiß ich nicht, ja, wenn er fährt erst morgen. Gut, wir segeln jetzt schon relativ gut dahin, haben seit Lietzen 2% verbraucht, segeln da in der Regel relativ oft dahin, Tempo 80 ist jetzt halt vorgeschrieben und da braucht man nie mehr als 5-6 kW oder weniger, das heißt man kann das also wirklich super ausnutzen. Was halt die Qualität vom Elektroauto ist, dass es einfach
super segeln kann und rückgewinnen kann, das kann eben der Verbrenner nicht. Und das ist, das macht das Fahren so angenehm und so richtig so flüssig. Also es ist eine ganz andere Fahrqualität. Ja. Also jetzt zum Beispiel segeln wir wieder, rekuperieren sogar ganz leicht und halten trotzdem den 80er, den wir halten dürfen. Ich werde das aber jetzt kombinieren mit einem Tempomat 80, weil es eben jetzt die ganze Zeit 80 entlang geht. Und schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass er eine 2 Stunden Ladepause einplanen muss. Also ich bin überzeugt, dass er mit einer kurzen Ladepause am 43er, schätze eine halbe Stunde, wird er schon genug haben, dass er bis Salzburg durchkommt. Also das glaube ich schon, dass das nicht so ein Problem ist. Aber man muss es sich anschauen. Ja. Jetzt habe ich gerade die Notification bekommen von Facebook, dass das erste Video aus dieser Reihe, er buffert das ja auf meinem, also er speichert das ja auf meinem iPhone, zwischenspeichert er das, dass jetzt die bessere Version des Videos in HD, die ja 600 MB größer ist, aber das spielt jetzt bei dem Datentarif keine Rolle, das hat er jetzt abgeloadet, hat er jetzt gerade geschrieben, und das wird in dem Ursprungsbeitrag ergänzt. Also das heißt, dann sollte eigentlich in Kürze der HD-Beitrag von der ersten Fahrt zur Verfügung stehen. Und genauso mache ich es jetzt mit dem zweiten oder vielleicht auch dritten Teil dann auch, weil es jetzt keine Rolle spielt, ob ich da jetzt 3-4 GB irgendwo in die Luft schicke, weil für das Video ist es da und 20 GB sind, glaube ich, viel, die man jetzt nicht so schnell braucht. Ja, für Zukunft muss ich mir dann was überlegen, wie man es vielleicht ein bisschen besser gestaltet, vielleicht am Webcube mitnehmen oder irgendwie so. Schauen wir mal. So, wir fahren jetzt also wie gesagt mit diesen 80 km/h dahin. Mehr ist auch nicht erlaubt. Ja, also was ich so gesehen habe bis jetzt, es halten sich alle brav an den 80er. Kommen auch jetzt einige Kurven dann und so. Und ich muss echt sagen, machen wir mal 82, ist vielleicht besser ein bisschen. Er braucht 2 bis 3 kW. Also das Auto segelt noch immer dahin wie butterweich. Das ist eben der große Vorteil, wenn man Landstraße fährt. Ja. Das spüren alle Elektrofahrzeuge. Und das ist dann schon recht angenehm. Ja. Ansonsten eigentlich, wir bewegen uns halt Irdning Richtung Gröbming, Schladming. Das sind halt jetzt dann diese Winterkurorte und Tourismus-Skigebiete, die jetzt natürlich halt vielleicht im Sommertourismus ein bisschen noch quasi was anbieten, aber sonst eigentlich eher mehr für den Winter ausgelegt sind. Der Lenkassistent funktioniert auch jetzt vom Ioniq, also das geht hervorragend. Die Bindung vielleicht ein bisschen weggeht, kommt aber dann in der Regel sofort wieder. Das passt eigentlich. Also wir haben jetzt immer über 200 Kilometer Reichweite laut Anzeige. Wir haben die Klima auf 19 Grad eingestellt, ein bisschen hört man es eh. Wir haben noch immer 90% Kapazität geladen. Wie gesagt, zur Info, wir sind mit 94 losgefahren, weil bei CCS hört der Ioniq bei 94% auf und irgendwie umstecken und so und dann noch mit 6 kW weiterladen ist zwar machbar, aber ich will niemanden da jetzt die Ladestation dann blockieren. Spricht auch nicht für das Schnellladesystem vom Ioniq, wenn man da noch extra die 6%, die eh nichts bringen, weiter nachlädt, weil die Zeit ist gescheiter investiert, wenn man irgendwann mal kurz auf CCS geht und dann schnell reinlädt. Okay, 14,3 Kilowattstunden haben wir auf 100 Kilometer im Gesamtschnitt, wobei der Gesamtschnitt jetzt 123 Kilometer lang gerechnet wurde, das heißt also, das passt alles. Er braucht weiterhin seine 8-9 kW an Motorenleistung. Wir sehen schon, jetzt kommt hinter mir einer näher, es ist da 100er, den habe ich übersehen. Also wir werden jetzt auf 100 gehen. 80 fahren ist jetzt nicht mein Ziel, aber so im Bereich 100 ist natürlich toll. Und der hinter mir scheint ein Handwerker zu sein, der will halt wahrscheinlich auch seinen Feierabend irgendwann einmal erreichen. Das heißt, wir werden da jetzt auf 102 gehen und diese 102 halten. Man sieht die schönen Berge natürlich im Winter und deswegen habe ich die Strecke eigentlich so gern, vor allem jetzt an einem heutigen Tag, wo es so schön sonnig ist,
Also das sind wirklich Urlaubsdestinationen zum Teil, die wir jetzt da durchfahren, wo andere Leute, auch viele Kollegen aus Deutschland gerne herkommen, auch im Winter, ein bisschen weiter als die Strecke, wo wir fahren, ist ja dann Kitzbühel und so weiter, ein relativ bekannter Ort. Witzigerweise soll da jetzt wieder ein 80er sein, ich kann es mir vorstellen, aber ich habe ihn wieder nicht gesehen. Witzig, das Auto zeigt es mir an, aber irgendwie vom Tunnel hätte ich es jetzt nicht gesehen. Muss ein bisschen aufmerksamer sein. Weil es gibt zwar eine Radarwarnung, die hat er, so wie der Zoe, kann man auch melden, aber dass das immer aktuell ist, das funktioniert sehr gut. Also das passt eigentlich. Und Stefan Becker wird übel. Ja, wie gesagt, 96 Tempomat sind halt jetzt so. So eigene. Eigene Geschwindigkeiten von den Zoe-Fahrern. Aber ich will mich eigentlich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten, die da vorgegeben sind. Und wenn da 80 sind, fahren wir 80, wenn 100 sind, fahren wir 100. Einfach nur, weil ich niemanden jetzt hinter mir irgendwie benachteiligen will. Und die Leute wollen ja auch die 100 fahren, wenn sie da auf der Landstraße unterwegs sind. Und ich möchte jetzt niemanden dann irgendwie sozusagen einen Rattenschwanz hinter mir herziehen an Autos. Ich bin eigentlich mehr der defensive Fahrer, also ich bin eigentlich mehr so der Fahrer, der da gemütlicher fährt. Vielleicht hat man es jetzt links gesehen früher, so einen kleinen Teich mit einem Schloss vorne drauf. War wirklich sehr schön, ich hoffe, den hat man ein bisschen gesehen im Winkel. Ich finde halt, das ist ein sehr schönes Urlaubsziel. Es wäre was für den Thomas Walter, der ja gern reist. Geht eigentlich schön dahin, man sieht die Berge jetzt schon am Horizont, das sind aber auch schon die Tauern, wenn ich mich nicht irre, und ebenso eher die grenznahen Berge dann schon irgendwann einmal in weiterer Folge, wenn wir dann Richtung Salzburg fahren, da geht es halt jetzt Richtung Tirol weiter, wenn man geradeaus fahren würde die ganze Zeit. Ja, wir fahren jetzt wieder die 100 km/h. Mit Lenkassistenten, also ich finde überhaupt nicht, dass der irgendwie schlingert oder so. Ich meine, da gibt es vielleicht verschiedene Einstellungen, die man da machen kann. Vielleicht hat das kalibriert oder vielleicht lernt der ein bisschen dazu, keine Ahnung. Was wir vielleicht machen werden, ist ein bisschen den Abstandsregeltempomaten etwas feiner justieren, dass er schon früher reagiert mit Abstand, weil ich glaube, das ist da ein bisschen gescheiter. Wir werden jetzt da wieder auf 83 km/h stellen. Also man merkt, es geht halt gemütlich dahin, Landstraße 80, 90, 100. Und ich habe das eigentlich sehr gern, weil Stress mache ich mir schon so nur unter der Woche. Überhaupt als Selbstständiger ist man tatsächlich selbst und ständig, ja, sonst wird nämlich ständig nichts. Und ja. Da jetzt in der Freizeit ein bisschen gemütlicher entschleunigen, ist dann vielleicht auch bei der Landschaft ziemlich toll. Man sieht es auch, die Motorradfahrer, die genießen das auch. Und man kann halt ziemlich gut dahin segeln, dann, weil es immer wieder auf und ab geht. Wir haben auch noch immer quasi keinen Balken verloren. Wir haben nur immer 88% im Akku drin. Und wie gesagt, da merkt man eben, was der Ioniq eigentlich macht. Die letzten 20 Kilometer hat er da eigentlich überhaupt nicht viel verbraucht. Und wie gesagt, diese Fahrweise zahlt sich dann eben aus. Und letztendlich ist das zwar schon so beim Ioniq, das stimmt mittlerweile, ist wie bei den Tesla Supercharger, fahren wir 130 und können dann entsprechend schnell laden, also sprich CCS oder eben die Tesla Supercharger bei den Teslas.
dann spielt es gar nicht mehr so eine Rolle, ob man jetzt 100 fährt oder 120 fährt oder wie immer, weil man eh relativ gut die Zeit, die man sich spart, nutzen kann zum Nachladen, aber es ist halt irgendwie, es ist stressiger, wenn man einfach 130 irgendwo durchknallt. Muss ich nicht haben. Also wir haben noch immer 200 Restreichweite, 88% im Akku und Energieverbrauch ist wirklich niedrig, also 300 Watt für die Elektronik, fürs Radio und 7 kW fürs Fahren. Und jetzt kommen einige schöne Abschnitte, also man sieht die Berge auch wunderschön. Ich denke, das sieht man auch noch auf dem Video gut. Wie gesagt, HD-Fassung kommt dann, da kann man sich das wirklich in HD alles anschauen. Das fahre ich seit knapp einem Monat in Ioniq. Eigentlich bin ich eigentlich bekannt dafür, dass ich relativ viel fahre. Was ja grundsätzlich stimmt, aber in letzter Zeit habe ich halt viel Zeit in Graz dann verbringen können, arbeitstechnisch. Und das sind alles so Faktoren, wo, dann halt, wo man eigentlich erst merkt im Alltag, wo die Kilometer dann gespart werden. Und jetzt habe ich 2330 Kilometer drauf, davon 500 die Abholung. Also ich würde sagen, 2000 Kilometer in einem Monat, das ist jetzt eigentlich nicht mehr so viel, aber es wird schon wieder in Kürze dann bergauf gehen fest. Und wie gesagt, mit den Spaßfahrten ist immer so ein Ding, das mag für Leute interessant sein, die wirklich komplett neue erstes E-Auto haben, aber nach 4 Jahren E-Auto gewöhnt man sich natürlich dran und genießt es nach wie vor in vollen Zügen, aber zum Spaßfahren ist mir dann meine Zeit dann doch ein bisschen zu schade. Außer es ist wirklich mal ein ganz schöner Tag und man hat nichts vor. Dann kann man vielleicht irgendwo zu einem See spazieren fahren oder so. Das ist ja dann okay. So, jetzt wollen wir wieder auf die 100 km/h gehen. Dieses Symbol brauchen wir nicht, Tankstelle. Aber wir werden da jetzt wieder die Windschnittigkeit ausnutzen. Auch, dass er ein bisschen bergab geht. Natürlich toll beim Ioniq, jetzt nicht nur von dem Luftwiderstandsbeiwert her, also dass er wirklich super segelt und super wenig verbraucht, sondern ist es halt auch so, und das sind so Funktionen, wo ich sage, das macht schon Sinn, dass man das verwendet, ja, um Energie zu sparen. Also das sind halt Dinge, wo ich mir denke, so Kleinigkeiten wie Sitzheizung, Kleinigkeiten wie eben dieses Driver-Only Klimatisierungskonzept, das sind so Dinge, wo ich mir denke, das kann eigentlich jeder Hersteller einbinden, weil das ist eigentlich, oder die Rekuperationssteuerung einfach, und ich denke, das ist nicht so schlecht, ja, also was man halt nie vergessen darf beim E-Auto, mittlerweile nach meinem dritten Winter weiß man das. Heizung, ja, im Sommer, und im Sommer spielen Heizung, Klima überhaupt keine Rolle, das sind wenige Watt, die da gezogen werden, das macht jetzt nicht das Krautfett. Aber im Winter unterschätzen viele, dass man da auch mit der Wärmepumpe nicht mehr so weit kommt, indem man heizt, weil einfach die Wärmepumpe einen gewissen Wirkungsgrad hat, der natürlich, je kälter es wird, desto mehr fällt es ab, und wenn es wirklich minus 10 Grad hat oder so, dann kann die Wärmepumpe nicht mehr so effizient arbeiten. Wärmepumpen müssen ja auch enteist werden und so weiter und so fort. Dann wird das gerne auf BTC-Unterstützung umgestellt, was natürlich heißt, es wird schön schnell warm, aber da ist halt dann ja, 100% wird umgesetzt in Wärme, das ist einfach eine Widerstandsheizung. Am besten wie ein Föhnvergleich daheim. Und da natürlich kommt das schnell warm raus, aber da verbrät man halt Unmengen Energie, also 2-3 kW zusätzlich, und das noch bei winterlichen Fahrverhältnissen, wo man eh noch mehr braucht, ist halt dann oft unterschätzt. Also man kann die Reichweiten im Winter natürlich nicht gleichsetzen wie im Sommer, das wird man ziemlich schnell merken als E-Autofahrer. Und ja, es ist in der Übergangszeit, und jetzt im Sommer ist es natürlich am besten, also wie gesagt, kalte Luft erhöht natürlich auch den Verbrauch, weil kalte Luft eine höhere Dichte hat und dadurch überwunden werden muss vom Fahrzeug.
Luftdruck ist jetzt bei mir 3,2 bar drinnen. Eigentlich wollte ich 3 haben, aber es waren dann doch 3,2. Stört mich persönlich nicht. Komfort wird etwas weniger gut, also es wird härter. Und 2,5 ist eigentlich die Vorgabe, aber aus rolleffizienztechnischen Gründen, auch grundsätzlich bis zu einem gewissen Grad, ist für einen Reifen auch nicht so schlecht, wenn er ein bisschen mehr drin hat. Man muss halt aufpassen, je mehr man fährt und überhaupt bei wärmeren Temperaturen erhöht sich natürlich der Druck auch im Reifen. Und das, also ich sage einmal, unter 3,6 bar ist es noch möglich oder gut. Natürlich halten die Reifen viel mehr aus, aber irgendwann wird es dann auch, glaube ich, nicht mehr gut für den Abrieb und für den Reifen an sich. Und das muss man, glaube ich, nicht haben. Also jede Wattstunde sparen, dann irgendwann ist es dann gut. Ja, so. Man merkt, der Verbrauch geht jetzt ein bisschen rauf, weil es jetzt doch ein bisschen bergauf auch geht. Das muss es auch, weil wir kommen ja dort raus, wo circa der Dauerntunnel aufhört, beziehungsweise kurz danach. Also müssen wir ein paar Höhenmeter überwinden nach oben. Und ja, wir sind jetzt bei 14,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Insgesamt, also er kalkuliert halt noch immer den Verbrauch von der Autobahn von früher mit ein, das ist sehr gut so, also dass man einen guten Durchschnitt erhält. Aber tendenziell würde ich sagen, es wird bergab gehen. 190 Kilometer haben wir noch an Reichweite zur Verfügung. Balken haben wir jetzt eigentlich einen verloren erst in der Zwischenzeit. 84%, also 10% haben wir verloren. Das entspräche jetzt eigentlich 2,8 Kilowattstunden in absoluten Zahlen. Und ich sag, gefahren sind wir jetzt 30 Kilometer knapp schon. Also für 30 Kilometer finde ich 2,8 Kilowattstunden nicht so schlecht. Wenn wir das mal 3 rechnen, also wir fahren eigentlich mit 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer jetzt im Schnitt herum. Natürlich mit so 80 km/h Etappen. Und ich finde das nicht schlecht. Also das zeigt, dass man, wenn man auf der Landstraße halbwegs vorausschauend fährt oder halbwegs brav fährt, dann sind da schon Reichweiten von über 250 Kilometer realisierbar. Natürlich wird da der Zoe in die Kerbe einschlagen mit seinem 41er Akku und weiterkommen. Das bin ich mir schon sicher, dass er das im Sommer macht, also die besagten 30, 40 Kilometer. Aber eben beim Thema Laden, dann wird er gnadenlos versenkt. Und da ist eben dann immer die Frage, wo fahre ich eben. Also der i3 ist genau das gleiche, der verbraucht sogar unter Umständen auf der Landstraße vielleicht sogar knapp weniger als der Ioniq, weil er leichter ist und sich da eigentlich der Luftwiderstand nicht so schlimm auswirkt. Aber dann auf der Autobahn schlägt halt wieder gnadenlos der Luftwiderstand eigentlich hier wieder negativ in die Bilanz. Und ich sage, am autobahntauglichsten neben Tesla ist sicher der Ioniq, und das, da ist man sich einig. In der Stadt gibt es vielleicht noch ein paar Autos, die aufgrund der Größe auch noch ein bisschen besser vielleicht geeignet sind. Aber größentechnisch, platztechnisch muss ich sagen, bin ich mit dem Ioniq hochzufrieden. Also das bisher beste E-Auto, das ich gehabt habe. Bei der Zuverlässigkeit wird sich zeigen, da halte ich eigentlich nur immer den Nissan Leaf für die Krönung eigentlich. Weil der hat schon 5 Jahre lang bewiesen, dass er, oder 6 Jahre lang bewiesen, dass nichts ist. Aber es wird sich zeigen, ich glaube auch Hyundai hat das Potenzial, da ein überdurchschnittlich gutes Elektroauto von der Qualität her anzubieten. Aber ich sage, natürlich von der Verarbeitung her wird ein VW, BMW, Mercedes B-Klasse sicher die Nase vorn haben, ein Stück, kosten aber auch mehr. Und wenn man sich anschaut, was man für 30.000, 33.000 Euro bekommt mit Kaufbatterie und Garantie, also dann darf man eigentlich, muss man das Wort Ioniq immer in dem Satz nennen, weil das einfach super ist. So, jetzt geht es bergab, Gefälle 8%, das lieben wir, vor allem mit der maximalen Rekuperation. Wir rekuperieren auch schon fleißig, werde das vielleicht ein bisschen mit Segeln jetzt kombinieren. Das heißt, wie schon in ein paar Kommentare erwähnt, es gibt diese Schaltpedals beim Ioniq. Wenn wir auf die linke Seite lang drücken, aufs Schaltpedal, dann geht sofort die maximale Rekuperation ein. Wenn wir aufs rechte lang drücken, können wir sofort auf 0 schalten.
Das geht also alles relativ flüssig, wobei die Rekuperation schon sehr stark reinfährt. Aber jetzt können wir wirklich super segeln. Es geht super bergab, beziehungsweise wir werden eigentlich kaum schneller im Segeln, ein bisschen. Und trotzdem haben wir hier möglichst viel Potenzial, Energie zu sparen, wobei das Segeln natürlich sparsamer ist als das Rekuperieren. Und natürlich der Lenkassistent hilft genauso mit, macht hier also eigentlich keinen Unterschied, ob ich selber Gas gebe oder der Tempomat fährt oder man segelt, der greift immer ein. Und sieht das auch toll, also auch dieses Kurvenstück jetzt ist er fast selbst gefahren. Wenn es natürlich zu schnell wird, dann geht es nicht. Aber auch jetzt das Stück, er fährt selber. Ich habe jetzt gerade zufällig bewusst kontrolliert nicht die Hand am Lenkrad, aber er lenkt selber. Ja, also das finde ich schon cool, dass er das so gut macht. Und als Assistent, man muss es wirklich so sehen, ist kein Autopilot, Assistent, er macht das wirklich sehr gut dafür, dass es schon serienmäßig dabei ist. Also das hat mir schon jetzt ein paar Mal auch geholfen, auch der Notbremsassistent, das funktioniert alles super. Und ich glaube, das sollte eigentlich Standard in jedem Auto sein, zumindest der Notbremsassistent. Und man bedenkt, in der Preisklasse, in der wir sind, sind das schon Features, wo man auch, zumindest was Lenkassistenten angeht, auch wenn der dann viel besser ist natürlich, muss man schon bei einem Tesla schon in die Tasche greifen, gell, dass das dabei ist und freigeschalten ist. Also von daher sehe ich das schon ziemlich toll gelöst. Wir segeln halt noch immer relativ gut dahin, jetzt brauchen wir schon ein bisschen Strom, aber immer wieder haben wir so tolle Segelphasen drinnen. Sind jetzt auf 14,1 Kilowattstunden im Durchschnitt runter. Und das Ganze nach 150 Kilometern. Werden wir jetzt irgendwo Richtung Haus kommen, Haus im Ennstal, wäre eigentlich für uns ohne Probleme erreichbar gewesen. Aber wir wollten dann doch lieber auf einen Café in Witzen. Und ist auch die bessere Ladeweile, muss man dazu sagen. Haus im Ennstal, wie gesagt, ist auch ein Smartrix-Schnelllader, Multistandard-Hochleistungs-Schnelllader bei McDonalds. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Und deswegen werden wir jetzt bis Bischofshofen fahren, wobei wir da ein paar Kilometer von der Strecke abkommen, bis wir in Bischofshofen sind. Und eigentlich bin ich der Überzeugung, wahrscheinlich würden wir es ohne Probleme bis Salzburg durchschaffen. Also nicht insgesamt durch, aber halt jetzt das Teilstück würden wir durchschaffen. Aber wie schon erwähnt, der Strom muss vom Zoe Club gezahlt werden, nicht billig, ich glaube 39 Cent die Kilowattstunde. Und das ist zwar auch noch okay, aber wenn da viele Leute dann laden wollen, dann wird das vielleicht schon ins Geld gehen. Und der Verein ist jetzt AK Caritas, ja, sage ich jetzt einmal. Und ich und die Firma, wir haben Unterstützung beim Zoe Club, also Charge & Go Solutions, Unternehmensberatung für Elektromobilität, kümmert sich auch um diese Events, weil das einfach eine tolle Sache ist und eigentlich in Österreich ziemlich groß ist und man eigentlich ja sozusagen den Freunden hilft. Haben wir gesagt, da werden wir ein bisschen was spenden. Und ich glaube, das ist dann schon in Ordnung so. Also ich würd jeden bitten, der wirklich zum Zoe-Treffen kommt. Ich bin mir sicher, es wird jetzt kein Spendentopf irgendwie ausgegeben, aber vielleicht will der ein oder andere doch ein gutes Zeichen setzen und sagt, da hast du einen Zehner. Ich sage, wenn da jeder ein paar Euro gibt für die Sache, für das Engagement vom Zoe Club, dann kann man da auch ein paar hundert Euro lukrieren und das ist ja dann ein tolles Gefühl, wenn man weiß, dass es jetzt nicht am Finanziellen scheitert, weil, wie gesagt, die müssen es zahlen und da habe ich dann schon ein Verständnis dafür, dass man da ein bisschen was abgibt. Also das ist auch der Grund, warum ich nochmal öffentlich laden werde vor Salzburg, weil ich einfach, wie gesagt, jetzt da nicht extra noch, wo ich eh Flatrate habe, nicht noch den kostenpflichtigen Strom dem Club quasi dann zur Last fallen lassen möchte.
glaube, deswegen ist Bischofshofen nicht so eine schlechte Wahl. Vielleicht wird es doch Anif, aber in Anif ist, glaube ich, ziemlich Ausnahmezustand und auf 6,6 kW habe ich zumindest fernab des Ladeplatzes vom Treffpunkt keine Lust, weil ist nicht notwendig, das Auto kann CCS, dafür ist es da, das muss es aushalten. Und wenn da mal 2-3 CCS-Ladungen an einem Wochenende geschehen, dann muss er das auch aushalten. Er hat ja Akkuklimatisierung und Heizung. Und ich glaube, die modernen Autos sind dafür schon gerüstet. Wenn wir jetzt schauen, die Zoes, die jetzt alle eher Software-Update bekommen haben, was die Berechnung vom nutzbaren State of Charge bzw. dann in weiterer Folge im State of Health angeht, wo gewisse Fehlparametrierungen der Software dazu geführt haben, dass die nutzbare Kapazität geringer wurde, obwohl es eigentlich überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Und jetzt wieder durch das Software-Update freigeschaltet worden ist, da haben wir dann gesehen, dass viele so im Bereich 95-98% SOH nach 3-4 Jahren noch immer liegen. Vielleicht sind es auch 90%, ist auch noch immer gut. Und wenn man bedenkt, dass das schon 4-5 Jahre alte LG-Zellen, Pouch-Zellen sind und auch der Ioniq LG-Pouch-Zellen, Lithium-Polymer-Zellen hat, die natürlich moderner sind von der Zellchemie her und von dem ganzen Drumherum, bin ich der Meinung, mache ich mir da wenig Sorgen, dass das ein Problem darstellt, zumal beim alten Zoe waren es ja 26 Kilowattstunden brutto, hier sind es glaube ich 32 brutto oder 33 brutto und somit sollten eigentlich die 45 kW jetzt auch kein großes Hindernis sein für den Ioniq. Natürlich würde ich es mal gerne aussuchen können, das gebe ich zu, also ich würde es mir wünschen, wenn man auch hier und da mal so 22er oder 20er CCS sehen würde, gibt es ja auch ein paar, oder vielleicht sogar dual, also sprich zwei CCS mit jeweils 20 kW, das müsste man halt netzteiltechnisch mit Lastmanagement irgendwie auch bewerkstelligen. Das gibt es auch schon, diese Ladestationen, nur irgendwie, ja, es ist halt im Moment noch nicht so weit, im Moment geht man halt noch aufgrund der eh schon hohen Kosten lieber gleich auf 50 kW und sagt, da kriegt es das Maximum von uns. Macht vielleicht mehr Sinn. Okay. Der Harald Stütz ist auch da. Sehr schön. Wie gesagt, Segeln ist jetzt das Nonplusultra. Es geht da auch sehr gut. Wir werden jetzt wieder die Cruise reingeben auf 100. Jetzt wird uns wahrscheinlich der VW, der uns schon lange brav hinten nachgefolgt ist, überholen. Tut er auch. Soll er ruhig, es ist der 100, ich fahre nicht mehr. Und wir sind bei 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer im Durchschnitt. Bei 19 Grad Außentemperatur haben wir jetzt 158 Kilometer zurückgelegt. Prozentuell gesehen vom Akku her haben wir jetzt noch 79%. Das heißt also 15% haben wir schon verbraucht. Ein knappes Siebtel, würde ich sagen, 4 Kilowattstunden. 4 Kilowattstunden finde ich jetzt auf 40 Kilometer, eigentlich 50 Kilometer fast, eigentlich nicht schlecht. Also man sieht, die Tendenz geht richtig bergab. Solange man halt auf der Landstraße ist, Landstraßentempo fährt, keine großartigen Berge überfahren muss, geht es eigentlich sehr gut. Okay. Wir haben jetzt noch 50 Kilometer bis nach Bischofshofen. Da sollte man rein rechnerisch, laut Restreichweite haben wir noch 176 Kilometer. Sollte man noch immer 120 Kilometer haben. Also Salzburg durchfahren halte ich für absolut machbar. Wir haben mit dem Zoe nie ein Problem. Auch mit dem alten Zoe wäre das gegangen, aber wie gesagt, Schladming Ost, also Schladming, sind wir jetzt langsam.
jetzt auch mit großen Schritten bald der steirischen Grenze. Wir werden dann das ausnutzen in Richtung Bischofshofen. Und wahrscheinlich wird es wirklich gescheiter sein, wenn man sogar bis Salzburg durchfährt. Dazu müsst ihr aber dann nachschauen, wie es grundsätzlich ausschaut in Anif. Zumindest der CCS war ja verfügbar. Vielleicht fahren wir noch Anif runter. Schauen wir mal. Wir werden jetzt ziemlich zeitgerecht beim Hotel ankommen. Das heißt also, dort einmal einchecken, ausladen. Und das sollte es eigentlich passen. Gut. CCS ist frei, ja, wie gesagt, also CCS ist meistens frei, das ist ja das Tolle, und das ist eben dieser Umkehrschluss vom Thema AC43, wenn dann wirklich die ganzen Zoes dort quasi vorbeikommen, dann wird es halt dort einen Ladestau geben. Natürlich können die auf CE mit Energy Kick zum Beispiel ausweichen oder auf Typ 2 Wallboxen. Aber ist es nicht die optimalste Lösung? Da habe ich lieber den CCS, kann da schnell nachladen und fahre weiter. Und wir haben es eh schon einmal errechnet, grundsätzlich 130 km/h Autobahn plus CCS dann in optimalen Abständen zur Verfügung. Das ist natürlich ein Rechenbeispiel, weil man nicht immer, wenn man leer ist, genau ein CCS vor sich hat. Aber wäre das der Fall, wäre das Optimalfall 400 Kilometer pro Ladestunde quasi, die man da schaffen kann, vom Durchschnittverbrauch zu Ladung, Ladegeschwindigkeit. Und das ist, sag ich mal, schon sogar besser als beim Tesla. Da haben wir dieses Rechenbeispiel einmal gebracht, Tesla Supercharger gegen Ioniq. Dass der Ioniq sogar hier gewinnen würde in dem Vergleich, wenn er ja, was tun wir jetzt mit dir? Kommst du jetzt raus oder nicht? Wenn er entsprechend die CCS-Ladestationen halt hätte, weil der Ioniq dann doch einiges weniger verbraucht als der Tesla, aber grundsätzlich natürlich wegen der Position, der Supercharger, Verfügbarkeit, weil es da mehrere gibt am Stück, am Standplatz, und weil der auch AC dreiphasig laden kann, ist es dann natürlich insgesamt schon das deutlich durchdachtere Auto insgesamt, aber für 28 Kilowattstunden sind auch 6,6 kW ausreichend. Das haben wir auch bis jetzt nie ein Problem damit gehabt. Aber natürlich 22 kW wären natürlich immer besser, aber nur 22 kW ist halt in meinen Augen dann irgendwo keine Schnellladung mehr. Und damit summiert sich das auf langeren Strecken, wo man 3-4 Mal laden muss, summiert sich das dann schon extrem, und auf das habe ich ehrlich gesagt nie Lust. Also da möchte ich schon eher kurze halbe Stunde laden müssen, um dann wieder 200 Kilometer zu fahren. Ja, sehr schönes asphaltiertes Teilstück jetzt da, dürfte erst vor kurzem fertig worden sein. Ist fürs Abbaugeräusch gut, für Verbrauch natürlich auch. Also hat nur Vorteile, wenn man da schönen Asphalt fahren kann. Ja, natürlich ohne die Markierungen steht uns der Lenkassistent nicht zur Verfügung. Das ist halt so, der erkennt das halt nur über die Linien. Ist aber jetzt für mich kein Problem auf der Landstraße. Wir kommen schon Richtung Radstadt. Also es wird das Thema Landesgrenze jetzt bald aktuell werden. Und dann ist nicht mehr so weit, bis wir
wieder quasi an die A2, A10 anschließen. Und dann ist eh nicht mehr so weit eigentlich. Bis Salzburg. Und verbrauchstechnisch, ja, der Ioniq fährt mit seinen 13,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometern souverän, also das sind halt die besagten 200 Kilometer, die wir immer zur Verfügung haben. Das passt eigentlich recht gut. Ich werde jetzt ein bisschen die Klimaanlage ganz leicht ein bisschen motivieren, dass wir jetzt wirklich noch kühler Fahrgastraum bekommen, einfach nur weil es draußen langsam wärmer wird. Das hat 220 Grad noch, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es nochmal 2-3 Grad steigen wird. Und wie gesagt, der Ioniq ist kein Verzichtsauto. Ist auch sehr leise, also Wärmepumpe hört man da fast überhaupt nicht. Schon gar nicht während der Fahrt, es vibriert auch nichts. Da haben sie wirklich gute Arbeit geleistet. Sehr zufrieden, was diese Leistungen angeht. Und 200-300 Watt braucht das halt. Soll es brauchen, ist kein Problem, wir haben noch genügend. 38 Kilometer zum Ziel, knappe halbe Stunde, sagt das Navi. Wir haben aber noch immer von den anfänglichen 94% haben wir immer noch 73, also wir haben 20% umgesetzt. Das entspricht also quasi, wenn wir es jetzt quasi von den 28 Kilowattstunden rechnen, 5,6 Kilowattstunden, machen wir 6 draus, 6 Kilowattstunden. Und das muss ich sagen, auf diese 100, also auf diese 170 Kilometer insgesamt sind 60 Kilometer, die wir schon gefahren sind wieder, 50, 60, muss ich sagen, ist das schon kein schlechter Wert. Ja. Gut. Ich bin erstaunt, dass die Verbindung zumindest so lange so gut funktioniert. Jetzt gleich mal ans Grenzstück, ich glaube da ist jetzt irgendwo, ich glaube direkt nach diesem Shell Autohaus, also Autohaus und Shell Tankstelle ist glaube ich schon Radstadt, das gehört schon zu Salzburg. Ich glaube da ist jetzt dann irgendwo die Grenze von der Steiermark nach Salzburg. Weitergeht. Jetzt kommen wir ins Bundesland Salzburg, man sieht links die Tafel. Damit sind wir aus der Steiermark draußen. Ich habe eigentlich nicht vor, es ist da überall ein Hunderter, aber es ist sehr unübersichtlich, siehe LKW. Ich habe eigentlich nicht vor, dass ich den jetzt überhole. Wir haften uns mit Abstandsregeltempomat Stufe 2. Haft man uns hinten ran, hinter mir der Audi, der natürlich ziemlich knapp auffährt, ist wieder so ein junger Typ drin, der anscheinend Spaß hat am schnellen Fahren. Potenzial zum Überholen hätte man natürlich genug, der Ioniq mit seinen maximalen 300, knapp 300 Newtonmeter, 295 Newtonmetern im Sportmodus funktioniert da schon recht gut. Nur ich sehe keinen Bedarf, da jetzt zu überholen. Und deswegen mache ich es auch nicht. Reichweitentechnisch, wir haben nur immer 160 Kilometer knapp Reichweite. Also man sieht, dass das
überhaupt kein Problem ist, dass die Reichweitenanzeige ziemlich genau ist. Also sie korrigiert sehr schnell, aber logisch, beide begutachten, da vorne rechts haben wir jetzt die Kühe. Also es sind schon schöne Strecken, die man da fahren kann. Radstadt ist auch eine Stadt mit interessanter Geschichte. Ich muss aber sagen, ich habe mich mit Radstadt noch nie so genau befasst. Aber es passt eigentlich recht gut, dass man mal da wieder durchfährt durch die schöne Landschaft. Ja, wie gesagt, also Salzburg, ich werde es einmal versuchen, in die Route einzufügen. Wegpunkt hinzufügen, POI kann man da machen, Name, hören wir mal Anif, ob da irgendwas funktioniert, Anif, Anifer Straße, ich hätte gern, dass er da vielleicht irgendwie mir die Smartrix-Ladestation zeigt, nahe Zielort entlang der Route, naja, das kann er also nicht. Zielort, Ladestation, Smartrix. In einem Kilometer rechts halten. Also man sieht schon, er findet da nicht wirklich gescheite Ladestationen. Aber es macht nichts. Wir werden dann eh von Bischofshofen aus dann in 500 Metern rechts halten, auf die B320 in Richtung Villach. Genau, in Richtung Villach. Warum? Jetzt kommt quasi so dieser letzte kleine Ort, danach geht es eh schon Richtung Autobahn und dann ist eigentlich schon wieder die A10. Jetzt rechts halten. Die A10 vor uns, der fährt natürlich auch dorthin. Die nächsten 6 Kilometer der Streckenführung weiter folgen. Der ist jetzt abgebogen, das ist für uns einmal sehr gut. Und wir haben da zwar einen 80er, aber ich glaube, wir werden da auf 50 runter gehen müssen. Schauen wir mal. Salzburg dann werden wir einmal kurz einstellen Richtung Salzburg bzw. Anif. Wir wollen einfach nur noch Anif. Das mal sehen. Wohin wir müssen. Routenführung wird gestartet. Ja, noch 60 Kilometer bis Anif. Eigentlich wäre es ja gescheiter, gleich nach Anif zu fahren. Mein Problem ist halt nur in Anif. Wenn da besetzt ist, dann stehen wir. Und es gibt irgendwie in der Nähe, dann müsste man in Salzburg zu irgendeinem Einkaufsgeschäft rennen. Bischofshofen hätte man halt die Möglichkeit, dass man da tollerweise gleich einen Merkur vor Ort hätten. Aber es sollte eigentlich für Salzburg auch kein Thema sein.
laden, macht irgendwie keinen Sinn. Wäre eigentlich fast gescheiter, wenn wir direkt bis Anif fahren. Ist halt die Frage, ob die Anif Ladestation beim Absänger Richard, ob die wirklich so gescheit ist, jetzt auch hinsichtlich der Frequentierung unserer geschätzten deutschen Kollegen, die dort alle irgendwie zwangsläufig vorbeikommen. Wäre es halt dann schon cool, wenn man Leute trifft, aber auf der anderen Seite natürlich auch schwieriger, wenn man dann am CCS vielleicht irgendwie einen Ladestau hat. Aber ich glaube, es macht einfach mehr Sinn. Auf in einem Kilometer rechts halten, auf die A10 in Richtung Salzburg. Und ich glaube, wir werden das einfach machen. Hier durchfahren bis Salzburg, Anif eigentlich. In 500 Metern rechts halten, auf die A10 in Richtung Salzburg. Wir werden das so machen, weil es einfach dann auch von der Reichweite her Sinn macht. Jetzt weil wir dann rechts halten. In Salzburg noch genügend Reichweite haben. Schauen wir mal. Wie das Ganze funktioniert. Audi wird natürlich eine Freude haben, dass er jetzt endlich ausscheren kann. Der Streckenführung weiter folgen. Aber 100 sind 100 und schneller fahren interessiert mich nicht. Da
dahergehen. Und wir werden jetzt in Anif POI nahe Zielort Ladestation schauen. Die vom Absänger müsste eigentlich drin sein. Ist aber nicht. Oder zumindest nicht, dass ich wüsste. Die kennt er nicht. Also ich sage mal, dieser Datenstand, der muss irgendwann von vor 1,5 Jahren sein, was die POIs angeht. Kaiserhof ist das. Ja. Und aber wir können da, wenn Sie da die Adresse eingeben, Anif ist klar. Salzachtal Bundesstraße, gell? Und welche Nummer? 135, glaube ich, gell? Wir legen uns als Ziel fest, den Richard Absänger. Routenführung wird gestartet. Ja. Das Modell ist übrigens bei uns auf Charge and Nap bereits mit dabei. Quasi Kartendienst für Unterkünfte, Hotels. Die sich speziell jetzt aufs Hotel mit der Ladestation fokussieren. Kann man mal reinschauen. Ziemlich tolle Sache, 6 Monate. Kostenlos nutzen. Für den User sowieso immer kostenlos. Und ist auch sicher interessant, jetzt dann vor Ort zu schauen, wer alles da ist, wer alles lädt. Ich meine, wir könnten mal reinschauen, ob Smartrix dort besetzt ist. Aber es dürfte frei sein. Baustelle ein bisschen runtergehen. Wir segeln natürlich wieder super toll. Wie gesagt, das mit dem Trauen, was die Daniela schreibt, ist ja alles nett. Es geht aber nicht darum, sich zu trauen, 130, das Auto kann sogar 175 fahren. Es geht einfach nur darum, da ist jetzt überall 100 und deswegen möchte ich mir an die 100 halten. Wenn es noch mal ein Stück gibt mit 130, dann werden wir es probieren. Wir sind bereits im ersten Video 130 gefahren, ein ganzes Stück lang. Aber wie gesagt, solange da 100 sind, jetzt haben wir die 130. Jetzt mache ich das für euch einmal, dass wir den noch vorbeizischen. Und wir gehen jetzt einmal Vollstrom auf 130. Haben die auch schon erreicht. Und jetzt fahren wir die 130. Und da es jetzt eh bergab geht, er verbraucht 4 Balken, also 4 Balken sind 10 kW oder 12 kW. Sehr bequem grundsätzlich, ist auch sehr leise, also da kenne ich andere Autos, die bei 130 dröhnen wie eine 1. Verbrauch sinkt noch immer, ich meine, es geht jetzt ein bisschen bergab da oder gar nicht wenig bergab, aber mit 13,7 Kilowattstunden sind wir noch immer relativ gut unterwegs. Kommen jetzt dann auch im Werfen, Werfen, Wenk, Werfen,
vorbei. Rekuperieren auch schon wieder fleißig. Das heißt also, jetzt mit den 130 Tempomat geht es eh relativ zügig. Auch der Lenkassistent hilft da wirklich aktiv mit. Also wenn man die Hände am Lenkrad behält, wie es auch sein soll, dann ist es schon ein bisschen wie sein, wie soll man sagen, Autopilot Light. Ja. Das passt eigentlich echt gut. Und besprochen worden, Salzburg ist noch 42 Kilometer entfernt. Haben wir schon 2400 Kilometer drauf. Und der Ioniq macht wirklich einen super super coolen Übergang zwischen Rekuperation und Beschleunigung. Die sind ja jetzt mittlerweile wieder sozusagen reduziert auf 120 km/h. Das ist halt einfach, der Verkehrsfluss wird natürlich vor Tunneln und so weiter immer zäher. Aber das passt gut. Man sieht halt, dass es hier relativ lange bergab geht. Das heißt natürlich, den Umkehrschluss werden wir wieder bergauf fahren müssen. Bin aber jetzt kein großer Fan davon. Und mit 13,3 Kilowattstunden, ich meine jetzt 13,3 Kilowattstunden, ist es halt verbrauchstechnisch recht niedrig. Und wir merken schon, die Fahrgäste wachen auf. Wird vielleicht doch gescheiter gewesen sein, in Bischofshofen abzufahren. Ausgeschalten und vielleicht wird noch eine Pause notwendig, schauen wir mal. Das ist halt immer der Nachteil bei langen Ausflügen. Da gibt es immer verschiedene Wünsche und Bedürfnisse einzelner. Da muss man halt dann schon schauen, dass das eigentlich passt. Ich werde mir jetzt eigentlich die nächste Raststation suchen. Richtig kalt wird es da auch schon. Ich werde das Klima ein bisschen drosseln müssen, weil kühlen tut er echt saumäßig. Vielleicht doch unterbrechen.
30. Einfach weil es gerade so schön bergab geht. Also natürlich, wenn es bergab geht, macht es natürlich Sinn, dass man die 130 verwendet. Also wo es keine Energie kostet, würde ich immer 130 fahren und das durchsegeln quasi. Ansonsten, wie gesagt, vor allem in dem Abschnitt jetzt, wo viele Tunnel sind, wo auch die anderen 105 fahren, weil es einfach sonst radarmäßig nicht mehr zu schaffen ist, da würde ich auch mich an die Geschwindigkeiten halten. Sehr
bekannte Hauptstadt, Landeshauptstadt vom Bundesland Salzburg. In 2 Kilometern die Autobahn rechts verlassen, auf die B160 in Richtung Salzburg Süd. Genau. Und ich glaube, das spricht schon fürs Auto, weil wenn wir jetzt schon 250 Kilometer schaffen, plus minus, dann will ich gar nicht wissen, wenn wir dann eine 46er Batterie drinnen haben, nutzbar 46, dann müssten wir ja da auf 400 ehrliche Kilometer fast kommen. Die Autobahn an der nächsten Ausfahrt verlassen und dann links halten. Ich glaube, das ist dann schon cool, wenn man weiß, dass man eigentlich so eine solide Reichweite hat, vielleicht dann eine Stunde am Lader hängt. Das hat dann schon irgendwie so ein Tesla-Niveau. Und ich glaube, mit der nächsten Generation von E-Autos bis 2019, sage ich jetzt einmal 2020, da wird das schon hinkommen, dass da dieser Knackpunkt, dieser Tipping Point kommt, wo man dann eigentlich die Reichweite. Jetzt rechts abfahren und dann links halten. Wo man eigentlich die Reichweite nicht mehr als Problem sieht. So, wir werden da jetzt den Cruise abbrechen. Jetzt links halten.
segeln auch noch dahin. Das Segeln ist echt irrsinnig, also das holt echt voll raus. Jetzt rechts halten. Jetzt erhöhen wir natürlich die Rekuperation, dass wir da auch nicht einen Abflug in die Kurve machen. Das Gute ist natürlich, wenn man es immer auf Stufe 3 lässt, man kann es dann mit dem Gaspedal, also Strompedal, selbst feinfühlig einstellen, wie man es halt braucht. Und das ist natürlich schon eine Qualität, ja. Das One-Pedal-Drive, das man sich da vom i3 und vom Tesla abgeschaut hat, das ist natürlich schon nicht so schlecht. So. Die nächsten 1,7 Kilometer der Streckenführung weiter folgen. Genau. Natürlich kenne ich den letzten Bereich da grundsätzlich sehr gut. Ich war schon oft genug da. Sind jetzt nicht mehr weit weg von der Staatsgrenze. Das heißt, wir werden jetzt auch das Navi dann in Kürze deaktivieren können. Vielleicht werden wir dann nach dem Laden noch mal kurz zum Hofer fahren. Typ 2 war jetzt belegt. Und das passt. Ich höre gerade, Typ 2 ist belegt. Tangiert uns, wie gesagt, nicht, wird Inka Soviana sein. Wir werden uns dort mit CCS. Jetzt habe ich fast die falsche Abbiegespur erwischt, aber gut, das hat niemand gesehen. Ich bin ja da nicht hämisch. Also das Navi hätte mich jetzt eigentlich gern woanders geführt. Werden uns mit CCS begnügen. Das Tolle ist halt beim CCS, die Ladeleistung ist eigentlich fast immer voll verfügbar. Und dementsprechend geht's Laden natürlich dann auch sehr schön. Ich sehe, da haben sie neu asphaltiert, nur diese Hocker sind teilweise echt ungut, die haben es scheinbar ein bisschen entkräftet sozusagen, weil ich bin da einmal mit einem meiner alten Autos ein bisschen zu schnell drüber gefahren und das hat sich gerecht, also nicht unmittelbar gerecht, aber ich glaube, es ist einfach nicht gut, wenn man da drüber scheppert und dann sich vielleicht beim Fahrwerk irgendwas kaputt macht. Der Kia hinter mir natürlich nimmt das lockerer, der fährt da drüber, Salzburgland, der dürfte halt von da sein. In 500 Metern rechts abbiegen. Nur, wie schon so oft erwähnt, was hinter mir passiert, ist mir eigentlich relativ schnuppe. Schau, was vorne passiert. Wir werden jetzt dann in Kürze abbiegen können. In 200 Metern rechts abbiegen in die Kirchenstraße. Genau. Ansonsten funktioniert das hier Maps sehr gut, muss ich sagen. Bin da wirklich begeistert. Ich sehe ja gerade einen Tesla, der da jetzt des Weges kommt, wer auch immer das ist. Vielleicht ist es ja der Richard selber. Wobei jetzt glaube ich, der Model X hat. Der andere wird, glaube ich, vermietet oder so irgendwie. Aber auch der muss langsamer fahren, wie wir alle sehen. Jetzt rechts abbiegen. Ah, das ist ein norwegischer scheinbar sogar. Der wird halt zum Supercharger wollen. In 100 Metern rechts abbiegen auf die B159 in Richtung Salzachtal Bundesstraße. Genau. Wir werden jetzt also das Navi beenden. Wir brauchen es nicht mehr. Vor allem haben wir eh vor uns jemanden, der da einen Weg kennt. Und ich sage einmal so, eigentlich wäre jetzt die Strecke für uns gelaufen. Also die letzten 5-6 Kilometer nach Salzburg hinein sind kein Video würdig, das macht keinen Sinn. Aber wir wollen natürlich schon jetzt dann ein Resümee ziehen. Das werden wir auch machen. Ich bin sehr begeistert, muss ich sagen, also wirklich. Ich hätte eigentlich mit weniger Restreichweite, beziehungsweise ich hätte mit weniger, also mit mehr Verbrauch gerechnet. Aber es hat eigentlich super funktioniert.
finde ich schon super. Es ist ein Zoe Klagenfurt Land SDA 10. Den kenne ich doch von irgendwo her. Stadtmann vielleicht, ne? Der Peter. Das wäre eh toll, wenn ich den wieder mal sehe. Okay, wir sind jetzt also da. Wir werden uns jetzt da gleich an den CCS hängen. Ich muss nur schauen, wo genau der Parkplatz ist. Auf der anderen Seite. Sehr gut. Und dann werden wir ein kurzes Resümee ziehen. Wir fahren jetzt einmal der Retour. Aber schön, dass da ein Landsmann von mir gleich da ist. So. So. Und zwar. Wir werden da mal ganz kurz jetzt das runternehmen. Beziehungsweise einmal euch da die Möglichkeit geben, dass man hier zuschauen kann. So. Also. Wir haben 12,7 Kilowattstunden im Durchschnitt verbraucht, auf der ganzen Strecke aber, ohne irgendwas zurückgesetzt zu haben. 101 Kilometer sind Rest, 241,5 Kilometer sind wir gefahren, der Durchschnitt ist eben knapp ein 90er, knapp 3 Stunden waren wir unterwegs. Das ist übrigens der Gesamtschnitt seit überhaupt. Und Klima war natürlich immer an, ist klar, ist notwendig. Wir haben noch immer 48% im Akku drin. Sehen auch gerade, was die Klima so verbraucht, ein bisschen. Also es geht. Ja. Und Ladezeit 19 Minuten, das wird eigentlich passen. Und jetzt zum Abschluss, eigentlich sieht man da noch ganz kurz im Display von diesem Fahrtverlauf, also von Lietzen weg bis hierher, was tatsächlich verbraucht worden ist. Und damit würde ich mal sagen, weil wir eh da sind, euch alles Liebe, wir sehen uns beim Zoe-Treffen. Vielleicht gibt es noch ein oder anderes Video. Genau. Und wir sagen danke, alles Gute und gut Strom.